So, oh, wie cool, ich habe 11 Felder gebaut. Und was tue ich die denn jetzt hin? Was ist das denn da? In unseren Vorgarten. Du willst ja einen Vorgarten machen. Ja, oder? Nice. Ja, auf weil jeden Fall. Hier unten klappt es ja wahrscheinlich nicht, ne? Ah Gott, ich wollte mir eine Schaufel mitnehmen. Genau, ich wollte was. Geh mal da weg. Ach so, fuck. Müssen wir erstmal was schaufeln? Nö, nicht unbedingt, ne? Also ich brauche auf jeden Fall eine Schaufel, weil ich mal gucken will, wie sich das verhält mit einer Schaufel und diesen Zementdingern, ob man vielleicht mit einer Schaufel da mehr rausbekommt. Ja. Wo sind unsere Schaufeln? Ja. Ich weiß es nicht. Da reicht mir auch eine Stufe 1 Schaufel erstmal. Ja, egal. So. Okay, cool. Also, ich muss raus und ich muss looten. Oder wollen wir erstmal die Basis bauen? Tja, das ist hier die Frage. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Schönen guten Tag. So, wieder voll motiviert, voll im Game hier, alles geil. Ja, Mann. So, zack. Also, gute Laune. Ich kümmere mich mal um unsere Loot-Mond-Basis. 1, 2, 3, gute Laune. Ja, Mann. So. Zack. So. Don't forget to close the door. Yes. Okay, dann habe ich denn schon meine... Oh, das ist ein bisschen zu bauen. So, dann tun wir nämlich hier zum Beispiel Heidelbeer rein. Stahlgerüstblock wird gemacht. Ich weiß gerade nicht, wie viele. Machen wir mal erstmal 2. Okay, ich muss Stahlgerüstblock bekommen. So. Dann habe ich hier einmal Goldrute. Ist ja auch nicht schlecht. Pilz habe ich noch nicht. Oh, stimmt, das habe ich ja da drüben. Dann machen wir einmal Gold. Ja, die muss ich noch abholen. Baumwolle brauchen wir doch auch nur eine. Oder Gold. Baumwolle ist jetzt nicht so. Also wichtig. Baumwolle brauchen wir jetzt nicht so dringend. Wir brauchen das Zeug, was du für geiles Essen brauchst. Das musst du anbauen. Ja. Kürbis brauchen wir sehr viel, weiß ich. Stahlblock, der braucht Lehm, habe ich. Und dann mache ich. Dann mache ich alles von Kürbis. Ist das jetzt die Schmiede oder ist das die Werkbank? Ich weiß das immer nicht. Heidelbeeren. Ja komm, dann mache ich halt nochmal einmal Heidelbeeren. Scheiß drauf. Und hier die letzten 3, da mache ich dann Dingsbums, weißt du? Pilze. Ich kann auch nur 18. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe mal ganz kurz und schnell zu unserer Base. Zu unserer alten. Und tu da mal kurz ernten. Okay, ich bleib hier und baue. Also wenn ich nicht in der... Ja, okay, ciao. Ich sehe dich ja eh. Ja, Mann. Ich hoffe, ich weiß noch, wo wir waren. Das klappt schon mal sehr gut. Ach, jetzt hätte ich die Kettensäge mitnehmen können für die Bäume. Aber wir brauchen ja jetzt nicht unbedingt Holz, ne? Nee, unbedingt gerade nicht, aber... Wo ist denn unsere Base gewesen? Es war so ein Kirchending. Ja. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir die Blöcke, dann habe ich die Zementblöcke. So, ich brauche noch mal ein bisschen. Kirchending. Das sieht aber auch interessant aus, das Gebäude. Gott, was mache ich hier schon wieder? Ich wollte doch eigentlich gerade was ganz anderes tun. Hier ist. Dingsbums, hier ist Dings. Durchsuche Fass. Im Fass ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Okay, das ist doch sehr uninteressant. Hier ist nur Stein. Och, nice. Hier geht eine Treppe hoch. Hier ist ein Müllhaufen. Okay. I'm so excited. Jetzt werde ich mich so einkacken gleich. Ach, hör doch was Blödes auf. Ja, da stehen sie schon. Guck mal hier, aber was für Typen. Nicht gut.
Oh, da kommt der nächste. Gezielte Schüsse, würde ich sagen. Oh, da kommt der nächste. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? I don't know what to do. But it sounds quite funny. Nee, das ist überhaupt nicht lustig, Leute. Leute! So ein Helmtyp. Oh, 750 XP habe ich bekommen für den Karl-Heinz. Okay, nice. Und ich habe 2 abgemurkst und noch 3 weitere und so weiter und so fort. Okay, cool. Klingt gut. Mach so weiter, bitte. Und du hast kein Leben verloren, das ist ja noch... Nein, ich bin ja langsam Pro, weißt du? Ja, Mann. Nichts ist einer von uns beiden. Ja, Mann. Warte mal, ich mach mal kurz die Tür zu, dann kann ich mich besser konzentrieren. Ach, Leute. Dann ist die Katze gesund, freut sich der Mensch. Ja, Mann. Immer noch mal der Spruch, warte mal, ich habe doch gerade hier was geguckt. Was habe ich mal gesagt? Wenn man es vorher weiß, ist es besser, als wenn man es gar nicht wusste oder irgendwie so. Das war beim vorletzten Mal. Ne, ja. Weißt du, was ich gerade gefunden habe? Nein, erzähl mal. Schmelztiegel. Na geil, nimm mit. Ich wusste, das Gebäude ist famous. Ich wusste es. Famous? Wir haben ein VIP-Gebäude. Ja, Mann. Geil. So. Mega. Okay, die Flasche Wasser. Okay, was machst du hier? Sind wir irgendwann fertig? 100 Stahlgerüstblöcke. Geil. Okay, geil. So, dann, das ist fertig. Das muss ist fertig. Hier über okay, dieses ich gehe mal zu unserer Blutmundbasis und versuch mal uns da etwas. Ne? Du gehst zu unserer Blutmundbasis und ja. Tust das, was ich eigentlich auch tun wollte. Ich guck mal, ob ich irgendwie was finde, wo ich mich drum kümmern kann. Ja. Ich bin zuversichtlich, dass ich hier irgendwo eine andere Ecke finde, die verbessert werden kann. Ja, versuch uns mal zu schützen, ey. So, also ich würde innen anfangen. Was kommt man denn hier rein? Wo kommt man rein? Hier muss doch irgendwas versteckt sein. Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich habe das im Gefühl. Okay. Vom Feeling her hast du dann so das Gefühl. Ja, ne? Ja. Okay, nice. Nee, ist aber nichts. Na, blöd. Naja, aber ich habe wenigstens ein Rezept gefunden für einen Eisenvorschlaghammer. Das ist dort schon mal was, wa? Und ich habe viele XP bekommen. Ist auch schon mal was. So, jetzt will ich mich aber echt mal jetzt konzentrieren. Der war gut. Zombies. Okay. So, easy loot, würde ich sagen. So, wo ist denn jetzt unsere Hometown Base? You know? Von damals. Ich habe mich verfahren. Aber die war doch hier. Ach da, guck mal. Da ist so das abgefatzte Gebäude, was ich übrigens auch noch machen wollte. Und da war auch unsere Town. Okay. Bin gerade. Ja, mega. Outer Limits. Nee, wir müssen eigentlich nur dahin, wo die vielen Bäume stehen, weil wir haben so viel gesät. Wir waren eigentlich richtig fleißig. Hier, die können wir alle abmachen. Hier ist noch ein Loch. Ach, ich liebe diesen Stahlvorschlaghammer, ey. What the fuck?
Immer noch leer. Die Tür bringt's halt voll noch, gell? Also Zombies sind hier keine drin übrigens. Jedenfalls bis jetzt. Ja, das ist schon mal... Aua! Renn halt mit deiner... Aber es ist auch noch nicht nachgespawnt, die Sachen. Nehme ich auch noch mit. So. Jetzt wird erstmal das gelootet. Und hier ist noch eine Kartoffelpflanze. Guck mal, wie schön. Und alles mit dem Eisenvorschlaghammer. So, jetzt nehme ich immer noch den Pilz mit. Oh, es hat sogar zwei Pilze gegeben. Ach ja, unsere alte Base. Ist das nicht wunderschön? Die war echt gut, hä? Ah, wir wollten noch mal da mit der Stahlgeschichte irgendwie rein. Ja? Und da das Krematorium looten. Erinnerst du dich? Setz mal einen Wegpunkt, bitte. Wohin denn? Ja, und in den Vorraum, bevor es hochgeht aufs Dach, da ist ja doch noch das Krematorium. Und da sind irgendwie 9 Fächer. Und die können wir alle noch aufmachen und gucken, was da drin ist. Die ist markiert mit dieser Mauer, unsere Blutmond Base. Okay. Also unsere alte Base. Ja. Aber ich weiß noch, wie du sagtest, wir wollen in einen Armeestützpunkt. Und das können wir vielleicht ja dann beim nächsten Mal machen. Because of the... You know. Warum könnte ich da nicht absetzen? Wieso komme ich denn hier nicht rein? Neugierig. Mach doch wieder etwas, was ich nicht sollte. Warte mal, ich gehe noch mal kurz rum zu meinem Fahrrad. Was ist mit dir passiert? Was ist mit dir? Ich bin am Stacheldraht hängen geblieben und war tot. Nein. Einmal schön. Das kommt davon, wenn man sich um die Blutmondbasis kümmern will. Geil. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist aber wahr. Ja, mega nice. Ich hasse mich. Vor allen Dingen habe ich jetzt hier unendlich Gevater Tod Minuspunkte. Ach, da ist er. Oh Gott. Das ist die einzige Uschi. Ja, das ist die einzige Uschi. Das war jetzt echt ein bisschen nervig. So. Plumps. Ich bin ja vorsichtig. Es ist ja nicht so, dass ich nicht vorsichtig bin. Ne? Aber? Ja, nö. Achso, das würdest du jetzt so stehen lassen, meinst du? Ja. Okay, warum kann ich hier in die Ecke keinen Block setzen? Das ist ein bisschen... Da oben könnte ich wieder einsetzen. Aber unten drunter... Ach, wie lustig. Eine Steinaxt. Stufe 3, vielen Dank. Kein Verkaufspreis, ja, dann zerlege ich's. Cool. Warte mal, ich muss mal kurz mich ordnen. Das kann ich zerlegen, das kann ich zerlegen. Nochmal ordnen. Angel-Dingsbums kann ich auch zerlegen. Bleitrophäe kann ich zerlegen. Nochmal ordnen. Wieso habe ich so viele Reparaturkits? Habe ich die gerade alle gefunden? Oh. Alter. Oh, Entschuldigung. Das war nicht richtig.
Voll gut. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh. I take everything you've got. Oh, was mache ich hier? Ödlandschätze. Säure. Oh, das habe ich, glaube ich, schon gelesen, oder? Zerlegen. Fallen lassen. Also ich würde es zur Not auch lesen, wenn du schon das Buch kennst. Ja, ich musste es leider auch lesen, weil sonst hätte ich nichts mehr mitnehmen können. Okay. Ja. Ich bin nämlich fully loaded wieder. Weißt du, wo ich bin? Nee. Ich bin da, wo diese Autos standen, in diesem Zaun. Falls du dich dran erinnern kannst. Nee, ne? Halt nicht, nee. Ich bin gerade concentrated. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Damit nicht. Es gibt Stoff. Ul. Reit. Habe ich ja eigentlich jetzt auch alles her. Verrotteter Müll leer. Müllhaufen leer. Mülltonne habe ich bestimmt auch gelootet. Leer, leer. Das wollte ich noch zerkloppen. Weißt du nicht, was es bringt? Ach, das ist Blei. Vielleicht finde ich einen Geheimgang. Könnte ja sein, ne? Ich bin ja der Profi in Geheimgang finden, ne? Nee, war nur Blei. Doch kein Pro. So, jetzt muss ich mich hier reinarbeiten. Okay, ich weiß nicht. Manchmal nicht so ganz, wie hier das Block sitzen funktioniert. Aber sei es drum. So. Mach ich das mit dem Klauenhammer oder? Okay, ich komme nicht mehr. Wieso kann ich eigentlich. Ja. Verschlossene Türen nicht auch einfach mit dem Dietrich knacken? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten. Oder? Toll. 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 Was das jetzt? Hatten wir, ja, nicht, sag mal, hatten wir nicht mal 5 Millionen Klauenhammer? Ach, da. Am Ende? Ja, alles gut. Bin schon 5. Zerlegen. Oh. Wieso habe ich so viele Reparaturkits? Also, ich muss mir das ja aus Versehen. Also, ich würde auch eins nehmen. Für den Fall, dass du. Ja, ich habe unglaublich viele. Ich habe mich in den Holzrahmen eingebackt. Hast du schon mal erlebt? Nee. Oh, schon wieder. Jetzt ist diesmal unter mir. Über mir. Vielleicht geht das gar nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Hilfe, Hilfe. Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, dann muss ich den Zaun einschlagen, ne?
Andere Möglichkeit Und gibt's. drück mir Daumen, dass das, was ich jetzt vorhab, geht. Okay, damit geht's schon mal nicht. So. Wo ist mein Fahrrad? Okay. So, jetzt aber bitte Konzentration. Wir müssen uns vorbereiten. Footballhelm. Stufe 2. Brauchen wir nicht, ne? Nein. Aber weiß ich nicht. Up to you. Aber das Glas Honig muss ich mitnehmen. Ja, das auf jeden Fall. Nee, ich habe keinen Platz mehr. Was mache ich denn jetzt? Das hat nichts gebracht. Wieso habe ich... Ach ja. Aloe Vera. Dann tue ich lieber Aloe Vera weg und tue dafür den Honig einsammeln. So, jetzt aber, Leute. Auf dem Weg nach Hause. Und dann hoffe ich, dass ich dir irgendwie helfen kann, ne? Okay, ich habe auf jeden Fall Level Up. Das ist schon mal ganz nice. Ja, very nice. Kann ich eigentlich aus Pilzen auch Samen herstellen? Pilzsporen, ja, kann ich. Pilzsporen, ja. Aber ich brauche 5 Pilze. Aber das ist wichtig, weil wir brauchen ja auch Pilze. Ich darf jetzt die Pilze nicht verdingsen. Was wollte ich denn als nächstes Ding machen? Ich wollte doch hier irgendwas freischalten. Ich weiß wieder, was ich wollte. Also du wolltest was machen, um Stahl herzustellen, aber das hast du ja jetzt, ne? Du bist jetzt... Nee, habe ich noch nicht. Genau, Stahl. Ich kann dann Fallen bauen. Das Fertigen von geschmiedetem Stahl und elektrischen Geräten kostet 15% weniger. Heidelbeer habe ich, das wollte ich einsehen. Ich kaufe mal den Elektriker. Ja. Aber... Oder? Ja, nicht Mechaniker bin, glaube ich, nämlich ich. Nicht, dass du ja, den Mechaniker machst. Ich bin ja auch Ingenieur. Ich bin ja Ingenieur, nicht Mechaniker. Ingenieur? Das ist schon mal gut. Oder? Warte mal, erstmal Kartoffel. Rezepte, Kartoffelsaat. Brauche ich auch 5. Zement. Auch endlos mehr Zement. Muss ich noch mal irgendwann. Großer Gott, das ist doch nicht mal die Hälfte. So, Essen. Das ist ja noch nicht mal die Hälfte. Honig kommt weg. Fuck. Den Schmelztiegel mache ich rüber zur Schmelze bestimmt, ha? Ja. Den kann man bestimmt überlappen. Ach, den hattest du noch gar nicht gehabt, den Schmelztiegel. Nee, deswegen ist es ja gut. Oh, wie gut. Naja, deswegen habe ich mich auch ein bisschen gefreut. Und ich mache den auch gleich an, wegen, was habe ich denn hier, Messing einschmelzen und Blei. So, ich will mal gucken, ob ich geschmiedeten Stahl machen kann. So. Blei. Ich brauche Kartoffel und ich brauche... Ja, okay, cool. Verrottetes Fleisch. Haben wir ja. Endlos. Ja. Ich guck gerade, ob ich nochmal so ein Beet machen kann. Oh, ich baue nochmal. Nee, da fehlt mir 4. Gut, geht im Moment noch nicht. Ich habe genug Antibiotika. Ich bereite mich schon innerlich vor, ey, für den Blutmond. Dann setze ich jetzt noch die, die Bäume. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber egal. Aber es wird schon wieder dunkel.
Die Bäume. Die Bäume würde ich. Oh, eine Horde! Ach, guck mal, die machen Bolognese! Wir Ach. ziehen los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schultern. Wo sitze ich? Sehe sie nicht. Och, das sah ja cool aus. Die halten sich wirklich fast an der Schulter. Och, wie schön. Die sind voll gesellig. Wir dürfen der ihre Party nicht stören. Oh, die machen sich in unsere Base. Schnell, wir müssen sie töten. Die gehen in unsere Base. Ja. Wo sind sie? Wir haben unsere Base kaputt. Wo denn? Ist hier überhaupt keiner. Okay, wo ist noch einer? Es waren vier. Ja, ich bin tot. Eins, zwei, drei. Ey, wir müssen uns Hier. ja auch mal langsam einkesseln. Ich habe Ja, keinen Bock, dass die erstmal. meine Beete kaputt machen. Und es war voll die So, vier. Bolognese Plankenese, ey. Wie lustig. 2, 4, 6, 8, Immer noch 20, leer, 50, ne? 60, Schade. 70, 100, 1, 2, 3, 4, 201, 2, Was wollte ich denn 3, hier 4, draußen? Ach so. 300. Der Himmel färbt sich langsam ein bisschen rot. 2, 4, 6, 8, 500, 600, 3, 4, 6, 8, 800, 2, 4, 6, 8, 1000, 2, 4, 6, 8.200, 2, 4, 6, 8.400. Wir brauchen noch 1.400 Zement, Alter. Na, schönen Dank. Naja, ist aber genug da. Ja, genau. Mangel ist ja nicht. Weißt du? Kriegt man hin, oder? So, das habe ich gemacht. Vier Wieder raus. ordnen, meine Lieblingstaste. Okay, das ist mit einer Schaufel wesentlich effektiver. Okay, Ich habe krass. einen Fertigungspunkt. Ich level Intelligenz hoch. Fertig. Was soll der Geiz? So, Kinder der Welt und des ewigen Lebens, was soll ich denn machen? Es wird halt jetzt langsam dunkel. Ich kann ja auch eigentlich nichts machen. Kann ich irgendwas machen, um unsere Base zu schützen? Steine kloppen, du kannst bauen, dass diese Stahlstacheln kannst du bauen, die Wollten wir nicht Holzstacheln kannst. Eisenstachelfallen bauen? Ja, das kannst du bauen, genau. Bau Ja, mal dafür brauchen wir Eisenstachelfallen. geschmiedetes Eisen. Haben wir 100 irgendwie in irgendeiner Kiste liegen? Soll ich mal machen? Ja, mach mal. Gut. Ich klopf Und Steine. dann, genau, und dann gucke ich einfach mal, was noch möglich ist. Und so weiter. Und du könntest ab und zu mal bitte in die Schmiede reingucken und mir Bescheid geben, wann die 1000 Steine reingefarmt sind. Oder Okay. Heißt, ja, genau. Ist halt jetzt die Frage, ob ich aus dem gesamten geschmiedeten Eisen. Tja, wie viele machen wir denn? Eisenstachelfalle. Wie viel kannst du bauen? 68. Ja, mach. Dann haben wir aber wirklich gar kein geschmiedetes Eisen mehr, ne? Ja, dann haben wir halt keins mehr. Müssen wir halt neues machen. So, aber. Dauert 45 Minuten. Hey! Okay, das ist geil. Oh, hier gibt's Zement. Hier gibt's Zement. Oh, nice. Und diesmal mit der Schaufel ran. Geil, 20. Oh, schön. 30, 45. Du hast geschmiedeten Stahl schon? Ja, klar. Weil du das Ding jetzt reingebaut hast, können wir das halt machen. Diesen Gusstopf, weißt du? Oh.
Dann kann ich ja Motorradfahrwerke und alles herstellen. Pumpgun, MP5, Schützengewehr, Tresorklappe. Also wenn du mir eine Pumpgun machen könntest, das würde für Blutmund würde mich das freuen, ganz ehrlich. Ich guck mal, ob ich dir das herstellen kann. Bist du dir sicher, ja, Pumpgun? Eine Pumpgun, ja. Schrotflintenteile. Brauchen wir nämlich 5. Wie sehen die denn aus? Gewehrteile, Handfeuerwaffeteile, Maschinengewehrteile. Okay, wir wollen schon looten. Oh mein Gott, das mit der Schaufel ist ja so geil. Schrotflintenteile. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Rezepte. Pumpgun. Brauche ich doch nur 5, Leute. Kann ich doch den anderen Scheiß da lassen. So. Und schon habe ich wieder vergessen. Pumpgun. Geschmiedeter Stahl. Klebeband, Kunststoff und Schraubenfedern. Schraubenfedern. Habe ich auch schon wieder vergessen, wie viel ich brauche. Ich glaube 3. Kunststoff und... Ich habe so viel im Kopf, dass ich sofort vergesse immer wieder. Wenn du mal an der Schmiede bist, wie viele Steine sind denn da noch reinzumachen? Also im Moment sind wir bei 1050 ungefähr. Das dauert ja ewig. Ja. Nee. Nee, kein Klebeband? Kann sein. Oh. Klebeband, Klebeband, Klebeband. Kann ich das nicht googeln, ob wir Klebeband haben? Googeln. Vor allem googeln. Ja, guck doch einfach Klebeband nach, was du dafür brauchst. Wahrscheinlich ein Verband und Kleber. Also Stofffetzen und Kleber. Kleber und Stofffetzen. Mega. So, dann hole ich mir mal den Kleber. Haben wir nur 6 Kleber? Das ist aber nicht viel. Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Also wir haben erschreckend wenig Grundrohstoffe, obwohl wir so viel looten. Also wir haben aber alle Kisten abgebaut von der alten Base, oder? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja. Toll. Ist das jetzt echt in der Warteschleife? Kann ich das abbrechen? Die Steine kannst du abbrechen, ja. Musst einfach nur rausziehen wieder. Aber legst du bitte danach auch wieder rein, damit die weiter reingehen, weil ich brauche das morgen dringend für Zement. Wie gesagt, wir brauchen 1600 Zement bis morgen Abend. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinbekommen soll. Irgendwie habe ich jetzt auf der Tasche. Immerhin 355 habe ich schon auf der Tasche. Das ist schon mal ein knappes Viertel. So, jetzt muss ich nur noch hierhin, glaube ich, gehen. Wieder 1000 Steine geklappt und das Ganze jetzt nur noch 16 Mal. Na nice. Pumpgun. Fertigen. 4,5 Minuten, dann ist deine Pumpgun fertig. Cool. Was für ein Level? Sehe ich das? Also ich nicht, müsste eigentlich da stehen. Nö, steht, aber egal. Nee, steht nicht da. Es ist ja gerade in der Mache. Okay. Ist ja gerade in der Mache. Du hattest gesagt, du hast endlos Dinger hier, ne? Reparaturkits. Ja, sehr, sehr viele. Da würde ich auf jeden Fall mal drauf zurückkommen, weil da brauche ich auf jeden 25, Fall. 25, um genau zu sein. Helmlichtmod. Die Kunst des Bergbaus. Kennsäge! Ding, 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 ding. Bist du ein normaler Stein? Sehr cool. Ja, dann würde ich schon mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir bereiten uns dann vor. Es ist gerade Nacht geworden für unsere Blutmond-Nacht. Und. Ja. Es wird wieder ein Desaster. Was? Es war noch nie ein Desaster. Es war noch nie einer. Es wird auch nie ein sein. Nein, nein, nein. Nein.
Und ja, dann kicken wir einfach mal, wa? Ist ja nice. Wie es so wird. Also noch 40 Minuten kriegen wir also gerade noch so hin vor der Blutmundnacht, dass ich hier die Eisenstachelfallen alle hergestellt habe. Und dann müssen wir uns halt langsam wieder aufrüsten. Mit hier Waffen, bla bla, ne? Hier kann ich auch schon wieder nehmen. Hier kann ich auch nehmen. Zack, voll. Kann ich dann auch, kann ich alles nehmen. Ich glaube, wir müssen dann langsam auch Munition selber herstellen, weil es wird langsam, glaube ich, auch rar. Und ja. Gell? Weißt du Bescheid. Also, Ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.